Hallo zusammen, hier ist der Cletus von Crown Crew. Und endlich haben sie meine Jungs runtergekommen, das Game. Jetzt zocke ich hier gerade eine Runde links mit dem Isotope. Vorhin ist es mehr oder weniger das erste Game. Ich habe hier schon ein bisschen weiter Erfahrung gesammelt natürlich. Und jetzt möchte ich euch gerade zeigen, wie man eigentlich mit der Support-Klasse wunderschön sein Team kann unterstützen kann. Einerseits, wenn man beim C spawnt, hier ziehen immer gerade in das Häuschen rauf und kann man dort mehr oder weniger geschickt ein paar Flashgranaten verteilen, aber sicher mal ein bisschen das B rausbomben, damit man dann ja, freie Sicht hat und das eigene Team das B kann reinnehmen kann. Jetzt habe ich hier hinten den Typ erspienzelt. Denke, mein Team geht doch schon Level 31. Hat er aber gegen die ACR eigentlich keine Chance. Nebenbei in meinen Augen bisher die absolut beste Waffe. Das Äquivalent zur FAMAS in Black Ops. Das Ding schießt fast Pfeifengrad aus, hure stark, hier schnell ein Double Kill. Und ihr seht, das läuft eigentlich ganz gut hier. Dankbar bin ich natürlich auch, dass die meisten im gegnerischen Team auch noch keinen Plan haben, wie die Map funktioniert. Nutze das hier in dem Sinn ein bisschen aus. Und ja, bin jetzt auf dem Weg zum A, ein bisschen führen pushen zum Gegner. Ihr seht, mein Team spawnt gerade neben mir. Das bedeutet, dass der Gegner-Spawn hoffentlich gegenüberliegend ist. Jetzt mal mit dem ersten Versuch hier das A probieren einzunehmen. Schnell die schöne Scheibenbremse noch ein bisschen anschauen hier. Und ich habe gesehen, dass hier hinten ist Feindbewegung war. Ja, das Game lagt eben schon ein bisschen, das ist ein bisschen leid. Darum hier eher ein bisschen vorsichtig. Jetzt, wenn ihr es noch nicht wisst, jedes Biplane, alles zusammen, oder vom Himmel runterholt, gibt euch einen Pointstreak dazu. Darum macht das Zeug sehen. Es sind gratis Punkte, genau wie Flaggen rein. Also, jetzt sehe ich, da vor ist einer, schnell ein bisschen warten, vielleicht kommt er. Da kommen mehrere. Mal ein bisschen dumm rausziehen. Ja, ja. Und hier leider ein bisschen unüberlegt gehandelt. Fuck it, wir haben ja die Unterstützung oder Support-Klasse und dort sind ja die Punkte nicht verloren, das ist gut. Ziehen wir weiter. Hier schnell ein bisschen Freestyle-Line abgemeint. Halleluja, das ist nicht schlecht gelaufen. Und schön das A immer eindecken, damit das der Gegner auch nicht ganz so einfach Spiel hat. Jetzt hier gesehen, dass einer durchzischelt, der nochmal abkassiert. Das ist vielleicht ein bisschen frustrierend. Ah, das ist auch frustrierend. Aber was soll's, es gehört zum Game. Wieder vorne drücken. Hier geht der Gegner gesehen, der frecherweise bei uns ist reingelaufen. Und mittlerweile, der möchte gerne Blackbird aktiviert. Der Sniper abkassiert. Und hinten dran noch den zweiten verwünscht. Leider ein bisschen Spur gewesen für einen Double Kill. Jetzt sehe ich, dass hier auch wieder einer am Flöten ist. Und bin ein bisschen unschlüssig, was mit dieser Hage soll passieren. Einen angeschossen, das ist immer hilfreich. Und ja, der arme Typ wird ein paar Mal von mir abkassiert, weil er einfach keinen Plan hat. Scheiße. Da bin ich auch ein bisschen offen im Feld rumgestanden. Aber Spawnen geht unmittelbar wieder hier, was ich sehr praktisch finde. Kann man gerade weiter drücken. Jetzt hier oben wäre ein Gegner gewesen. Aber ja. Immer schön vorsichtig bleiben, wenn es geht. Der nächste Sniper abkassiert. Und jetzt probieren wir es nochmal beim A. Man will ja immer auch ein bisschen das Objekt spielen, ein bisschen etwas reinnehmen. Hage, der mich hier fast ab. Reist und dann kommt einer von hinten, ja. So kann es gehen. Ich meine, hier muss auch niemand halber durchdrehen oder stinkig werden, weil ihr müsst denken, direkt genau, wenn ihr alleine ein Flag, ein Objekt einnehmt, habt ihr genau eine Option, in eine Richtung zu schauen, wenn der Gegner von hinten kommt. Ja, Pech gehabt. Und jetzt hier hole ich mir meinen Juggernaut. Und ich muss einfach sagen, das Teil rockt gewaltig. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wenn ich ihn dann auspacke. Und ja, wenn man
nicht gerade von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen wird, dann haben eigentlich Gegner keine Chance. Da haben sie gar mal keinen Plan gehabt, wo sie durch wollen. Habe ich ausgenutzt. Richtig ausnützend. Hier ein kleiner Move, ein kleiner Jump. Und gerade wieder mal einen kassiert. Es ist wirklich abgefahren. Während der Zeit, wo ich jetzt gespielt habe, die drei Tage, hat so huere viel gute Gamer drin gehabt. Und es ist schon fast zum Teil ein bisschen mühsam gewesen. Bin froh, dass jetzt hier Shit, schon wieder beim abkassiert wurde. Dass jetzt hier auch wieder ein paar Frischlinge drinnen sind. Weil, ja, so kommt man schlussendlich auf die guten Scores. Auch wenn man so ein Spieler ist wie ich. Ich bin höchstens durchschnittlich von meinen Skills her. Und würde mich jetzt hier nie zu den Besten zählen. Und darum muss man auch ein bisschen darauf vertrauen, dass der Gegner sich auch nicht so auskennt und dann kann man so ein paar schöne Kills machen. Also, fertiger Texadet, Juggernaut am Start. Und man ist zwar ein bisschen langsam, aber scheiß drauf. Weil man ist ein verfickter Panzer und der Panzer ist auch nicht schlau. So erkläre ich mir das eben. Ja, jetzt jedes Mal, wenn ein Gegner auftauchen, kann man eigentlich die Schild führen. Dann hat man noch ein bisschen erhöhten Schutz. Und ja, wenn keine Gegner in der Nähe sind oder man ein bisschen Spass möchte haben, kann man ganz gut auch das Pistolen führen. Es ist sicher nicht das stärkste Waffen, das es gibt, aber durchaus zuverlässig. Und, shit. Wo ist das hier? Ah, okay. Schon wieder Assist. Wie ihr seht, man kann auch einen Sniper von annehmen mit dieser. Sieht man, okay, der läuft da hinten durch, ein bisschen blendet, das ist auch nicht so wild. Und der dort hinten ist scheinbar schon fertig gemacht worden. Jetzt, was sieht man? Links auf der Minimap, der Kreis, der sich weiter ausdehnt und dann wieder zusammenzieht. Das ist mein kleines Miniradar. Zieh dich das mal rein, du bist ein fickter Panzer, das ist ein Miniradar. Ja, was braucht man mehr? Man kann hier die Gegner eigentlich 1-2 ausknipsen. Einfacher als das Licht ausschalten. Weil, wie gesagt, wenn man nicht gerade von mehreren Gegnern behakt wird, ist es für einen Gegner eigentlich fast unmöglich, einen zu killen. Scheiß Aiming, was soll's? Pistole ist am Start, jetzt hier schnell ein bisschen das Schild führen. Und jetzt müsst ihr schauen, hier drehen sie jetzt richtig durch die Gegner und halten drauf, was geht. Also ja, richtig durchdrehen, verhältnismässig. Aber der Schild macht es einfach. Dann hüttelt unsere Mäggeli, überlegt sich noch, ob er dort noch ein kleines Sandwich knabbern will. Sagt nein. Der sagt auch nein, jetzt ist hinter mir einer. Der hat mich wohl messern. Und der Vorteil ist, wenn man die Pistole davor hat, dreht man ja das Schild auf dem Rücken. Und dadurch ist man von hinten auch noch gut geschützt. Jetzt kommt hier noch ein Gegner, sieht auf der Minimap, sieht ihn hier, probieren ihn zu verwischen. Yes! Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen von diesem Game. Easy Runde, 29-6, ganz okay. Und der Juggernaut ist einfach wirklich mein Lieblings-Point-Streak. Vor allem bei Support-Klasse ist er sowas von easy zu bekommen. Ja, hoffen wir sehen uns beim nächsten Video. Schönen zusammen.